Hallo Leute, wie immer gibt es, wenn ihr das hier anklickt, ein neues Rockhard. Diesmal die März-Ausgabe mit Steven Wilson vorne drauf. Aber nicht nur Steven Wilson, sondern auch ein Hair Metal Special. Das Hair Metal Special ist eine Geschichte gewesen, die haben wir hier schon seit längerem diskutiert. Es gibt ja auch starke Hair Metal Hasser bei Rockhard. Also Holger zum Beispiel, der das Vorwort geschrieben hat in diesem Heft. Hasst diese Stilart, wobei Hair Metal für uns natürlich nicht nur Poison und Motley Crue und Skid Row bedeutet, sondern es bedeutet auch Twisted Sister in der etwas späteren Phase und Wasp und YNT mit den späteren Alben und sind da durchaus auch gute Sachen dabei, also gute Sachen im Sinne aller hier bei Rockhard. Und dieses Special, fangen wir mal damit an, wir blättern jetzt mal mittig auf. Das haben Jenny und Jens gemacht. Und die haben natürlich angefangen bei der History des Hair Metal, die laut Jenny und Jens bei David Bowie und den New York Dolls beginnt. Und haben sich dann halt über die furchtbare Whitesnake 87-Phase und die furchtbare Turbo-Phase von Priest, also zumindest optisch, rangerobbt bis an die heutigen Hair Metal-Sachen. Steel Panther, die auch einen Titel-Einklinker bekommen haben. Ja, die sicherlich die populärste neuere Hair Metal Band und auch die Band, die für dieses, wenn man so will, Comeback verantwortlich ist. In Deutschland ist die populärste Band der Hair Metal Szene sicherlich Kiss and Dynamite. Aber es gibt auch Sachen wie Crash Diet, die auch Rock'n'Rollern wie Himmelstein gefallen, die auch ein bisschen Punk mit drin haben, wie die frühen Motley Crue und Fatal Smile, die auch ein bisschen düsterer sind und so weiter. Also die beiden haben versucht, das Hair Metal Special so ausufernd wie möglich zu gestalten. Und wie immer, wenn es in Rockhard Steel Specials gibt, gibt es auch diesmal eine Top 250, über der natürlich die ganze Redaktion gebrütet hat. Da sind viele Platten raus und wieder reingerutscht und wieder raus und wieder reingerutscht und andere nochmal rein. Und man hat sich drüber gestritten, wann die Hair-Metal-Phase bei Twisted Sister anfängt und wann sie aufhört und so weiter. Und ob Bonfire da reingehören oder nicht. Oder ob man die deutschen Steeler reinnimmt oder nicht und so weiter. Also wir haben lange darüber geredet und haben diese 250 aufgestellt. Und die gefällt euch hoffentlich allen oder ist vielen von euch vielleicht auch eine Entscheidungshilfe beim Kauf. So, es gibt aber nicht nur die Hair Metal-Geschichte, sondern in diesem Heft, wie gesagt, die Titelgeschichte mit Steven Wilson, geschrieben von Boris und Michael zusammen. Boris hat das Interview gemacht und Michael hat einen Seziertisch angehängt, damit man auch mal ein bisschen durchblickt, was Steven Wilson neben Porcupine Tree und neben seinen Solo-Sachen so alles macht. Das weiß ja auch nicht jeder. Und da sind sicherlich auch für Pock-Fans immer noch Ansätze drin, die so zumindest im Rockhard noch nicht zu lesen waren. Dann hat sich unser Frank aufgemacht und hat Saxon interviewt. Diesmal aber nicht nur Biff, sondern auch mal Nips. Nips, der sonst nie zu Wort kommt, aber schon lange eine wichtige treibende Kraft bei Saxon ist und ein paar interessante Sachen gesagt hat, wie ich finde. Was haben wir denn noch in diesem Heft? Ein Darkthrone-Interview mit vielen Weisheiten von Fenris. Eher nicht so ernst zu nehmen, eher amüsant. Dann hat Holger sich hingesetzt und hat eine neue Serie gestartet. Und zwar gibt es eine Diskussionsrunde zum Thema die Zukunft der Musik. Hier sind ein paar Musiker und ein paar Leute, die eher hinter den Kulissen arbeiten und haben sich halt darüber unterhalten, wie so in Zukunft der Musikmarkt sich gestalten wird. Da kommen ja immer wieder Leserbriefe von euch, von Musikern und auch von Fans. Diese Serie werden wir fortsetzen und die beginnt in diesem Heft halt mit einer Diskussionsrunde. Long Distance Calling. Der Leserpoll wird natürlich viele von euch interessieren. Wir haben also diesmal, glaube ich, etwas mehr Polls noch ausgewertet als im letzten Jahr. Haben also mehrere Praktikanten dran gesessen, plus Michael, der natürlich die Alternativ-Poll-Geschichten wie immer aufgestellt hat und die lustigen Sachen reingenommen hat. Ich wollte euch mal zeigen, hier im Büro sitzt im Moment neuerdings nicht nur ich, sondern da sitzt auch der Fritz Loch, ja, unser Layouter seit fast Stunde 1 bei Rockhard. Eigentlich ist das Layout nebenan gewesen, da ist aber jetzt eine Wand fast zusammengebrochen wegen eines Wasserschadens und jetzt habe ich also Fritz Loch hier bei uns sitzen
Und normalerweise ist der Typ relativ friedlich, wenn er arbeitet und sagt gar nichts, aber er fragt alle 10 Minuten, ob einem Schrifttyp A oder B gefällt. Wenn ich dann A sage, dann nimmt er B. Und weil ich weiß, dass er B nimmt, sage ich von vornherein A, wenn ich B will. Und dann können wir uns also irgendwie einigen. Also wenn ihr Kritik am Rockart habt, zum Beispiel zu kleine Schrift oder Bilder verwechselt, also falsche Bildunterschrift zum falschen Bild und so weiter. Oder auch schöne Sachen wie zum Beispiel hier die herrlichen Gürtelschnallen, die Fritz entworfen hat, oder das kleine Skalpell beim Seziertisch oder solche Geschichten. Ist also alles hier dieser junge Herr, der das verbockt hat. Ja? So, beim nächsten Mal erzähle ich euch was ganz anderes. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.